Jetzt geht dieses FIFA World Cup Gruppenspiel weiter. Anstoß zum zweiten Durchgang. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie bekommen sie einfach nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Ja, tolles Tor. Hier kommt die Wiederholung. Ganz clever bringt sie da den Lupfer. Genau das richtige Timing. Jetzt kommt hier der Wechsel. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Dumonet. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Russo. Ah, da ist der Ball weg. Jetzt kommt also doch die Unterbrechung. Das ist wohl doch nicht so harmlos gewesen, wie wir zunächst dachten. Schiedsrichterball, weiter geht's.
Daly. Kein guter Ball. Schöne Aktion. Steilpass. Und jetzt der Freistoß für England. Russo. Thun. Sie holen sich den Ball. Hat jetzt Anspielstation. Abseits angezeigt. Schön den Ball abgeschirmt. Niemand kann sie stoppen. Oh, den hält sie fest. Gut gemacht. Sie passt gut auf und hat den Ball. Ah, das ist natürlich wichtig. Jetzt hätte sie auch Handspielstationen. Da unterbindet sie diesen Angriff. Einwurf. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Dumonet. Der holt sich den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. Abwehr lässt sich da viel Zeit. Ist das das Tor? Oh, da hätten sie fast das Tor gemacht. Was für ein Konter, eine klasse Szene. Da waren sie hellwach und hätten leider nur um ein Haar zugeschlagen. Geht dazwischen. Sie schirmen den Ball ab. Pass kommt nicht an. Sie haben jetzt Platz auf außen. Da ist sie da. Balleroberung. Chance zum Konter jetzt. Klasse Aktion. Oh, gefährlich. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Noch gibt es für diese Aktion nur eine Ermahnung, aber beim nächsten Mal wird das nicht mehr ausreichen. Dumonet. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Russo.
Klasse Pass. Da kommt der Steilpass. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Kurz ausgeführt, diese Ecke. Jetzt der Volley. Oh, das war natürlich eine starke Parade. Sie klärt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da können Sie kontern. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke kommt lang. Ein Pass mit viel Auge. Gute Idee, dieser Ball. Noch nicht vorbei. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Da hat sie die Möglichkeit zum Abspiel. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Ja, das hätte was werden können. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt kann sie es machen. Da blockt sie den Ball. Gibt Freistoß. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Wichtig, sie holt den Ball. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Was machen Sie draus? Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Luis. Dumonet. Chance zum Tor. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Ecke kommt kurz. Flanke kommt rein. Es gibt Freistoß für die Engländerinnen. Vorne der Ball gewinnen.
Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Jetzt kommt hier der Wechsel. Sie führen die Ecke kurz aus. Und noch eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Nee, Befreiung gelingt nicht. So, gleich nochmal Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Dribbelt in die Mitte jetzt. Stark gearbeitet. Gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Befreiung gelingt nicht. Machen Sie das Tor. Den Ball hat sie gehalten. Wird kurz ausgeführt. Da ist sie auf dem Posten und hält. Und nochmal Eckball. Eine kurze Ecke. Gute Chance. Da taucht sie ab. Gut gehalten. Jetzt kommt der Wechsel. Kurze Ecke. Abschluss. Tja, und ich glaube fast, da wird sie sich ärgern. Sie können den Pass unterbinden. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Viel Platz da in der Mitte. Auch das wieder, klasse gemacht, wieder ein schönes Tor. Führung wird immer deutlicher, immer höher und echte Gegenwehr, nee, die gibt es ja auch nicht mehr. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Goal!
einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Weiter diese Szene, Vorteil. Luis. Dumonet. Super dazwischen gegangen. Sie kann diesen Ball abfangen. Und jetzt der Einwurf für England. Gelb gibt es ja auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Jetzt die Ecke. Da ist sie da. Das gibt Freistoß. Das sah natürlich gefährlich aus. Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Die Chance. Den Ball hält sie fest. Gut gemacht. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Pass wird abgefangen. So, viel Platz für den Konter. Da kommt der Schuss. Also am Ende ist kein Tor dabei rumgekommen, Buschi, aber den Konter müssen wir trotzdem mal loben. Ja, der war sensationell gespielt. Bis auf den Abschluss alles richtig gemacht. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, könnte gefährlich werden. Abseits überhaupt kein Grund zur Aufregung. Gefahr ist erstmal bereinigt. Ah, das war eng, das war knapp. Den Lauf müssen sie besser timen. Dann wird es hier richtig gefährlich. So kann die Abwehr durchatmen. Das Timing hat nicht gepasst. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen.
Luis. Das ist Jordan Nobbs. Hat sie nicht gut gemacht. Ballverlust. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Luis. Mondésir. Da kommt der Ballgewinn. Geduldig, mit viel Übersicht, durchaus vielversprechender Angriff. Schöner Befreiungsschlag. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Ja, niemand kann sie vom Ball trennen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Lucy Bronze. Der Angriff könnte was werden. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Bronze. Ja, nicht ungefährlich. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Mondésir. Pass kommt nicht an. Könnte was werden. Ball kommt gefährlich. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Schöner Pass jetzt. Guter Steilpass. Die Riesenchance. Gleich kommt der Eckstoß rein. Jetzt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Sie unterbindet diesen Angriff. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Und klasse durchgesetzt. Macht sie gut, gibt den Ball nicht her. Sie kann die Flanke hier verhindern. Wird Abschluss geben jetzt. Nikita Paris.
Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sie hält den Ball. Ecke kommt in die Mitte. Kein guter Befreiungsschlag. Da verhindert sie, dass die Flanke reinkommt. Kurze Ecke. Können Sie jetzt klären? Luis. Dumonet. Ah, sieht nicht gut aus bei ihr. Vielleicht sollten Sie hier doch wechseln. Sie hat die Chance. Machen Sie es. Sie geben noch mal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf. Schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene noch mal an. Erst kommt der Pass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Vielleicht sollte man sie jetzt runternehmen. Die Verletzung macht ihr wohl doch zu schaffen. Ist natürlich ein richtig guter Pass. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Da wäre Platz für den Konter. Da ist sie durch. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Die Schiedsrichterin gibt das Foul und ich bin gespannt. Gelb hatte es ja schon gegeben. Wieder so eine Aktion, so eine unüberlegte Aktion. Wieder gelb und in der Addition heißt das gelb-rot. Völlig logisch, Wolf. Dabei bist du doch gewarnt. Du weißt, du musst dich zurückhalten und dann doch sowas. Bitter. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Sie machen das Tor! Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Ganz alleine die Chance. Da gibt sie den Ball ab. Dumonet. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Schönes Zuspiel. Jetzt hat sie die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Das ist der Schlusspfiff. Sie haben dieses Spiel beim FIFA World Cup also verloren. Wie lautet deine Analyse, Buschi? Also wenn du so untergehst, dann ist klar, dann gibt es Kritik ohne Ende. Ich kann da eigentlich keinen Mannschaftsteil ausnehmen. Das war extrem dürftig heute.
Jetzt muss im nächsten Spiel eine Trotzreaktion der Spielerinnen her. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Die Chance hier. Der ist noch heiß. Solche Tage gibt es. Wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben Sie eh schon lange in der Tasche jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie bekommen sie einfach nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Viel Platz da in der Mitte. Auch das wieder klasse gemacht, wieder ein schönes Tor. Führung wird immer deutlicher, immer höher und echte Gegenwehr. Sie hat die Chance, machen Sie es. Sie geben noch mal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf, schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Sie machen das Tor!